Moin Moin, hallo, herzlich willkommen bei der Tranchstube. Ich bin der Matt, ich war lange nicht mehr da, weil ich kein Internet hatte, umgezogen bin und jetzt mittlerweile seit fast über einem Monat krank bin, erkältet bin und das ganze Infekt bekommen. Ich habe schlechtes Internet gehabt, also im Prinzip so gut wie gar keins und habe jetzt als Anbieter wieder ein besseres Internet. Mal gucken, ob das so klappt, ich hoffe es. Ich finde durch den Umzug mein altes Objektiv noch nicht, mit dem ich sonst immer gefilmt habe. Meine Vlogging-Kamera nimmt bei dieser Beleuchtung, obwohl es ja relativ hell ist, wie ihr sehen könnt, nur Standbilder auf. Und das ist ziemlich ätzend. Deswegen filme ich jetzt wieder mit dem Handy, mache einen kleinen One-Taker und lade den dann direkt hoch, was total blöd ist leider. Es geht leider nicht anders von der Qualität her, obwohl ich Equipment dazu hätte. Momentan spinnt das alles und das muss ich alles erst wieder ein bisschen einpendeln. Jedenfalls werde ich die Videos, die ich nicht geschafft hatte zu machen, wegen der Krankheit im Umzug und im Internet, werde ich alle nachholen und nach hier auf YouTube hochladen und veröffentlichen. Das Thema dieser Woche ist, werde ich alle Operationen machen, möchte ich sie machen oder welche habe ich schon gemacht? Ich möchte grundsätzlich alle Operationen der Geschlechtsentsprechung machen. Ich möchte auch den Aufbau irgendwann machen, nur momentan gefallen mir die Ergebnisse noch nicht ganz so gut und ich habe tätowierte Unterarme, was das Ganze ein bisschen blöd macht, weil ich sonst irgendwann einen Sherlock Holmes auf dem Penis hätte und das wäre ein bisschen blöd. So, dann ist da noch die Sache, dass ich mich nicht trauen würde, irgendwie von irgendjemandem untenrum anschauen oder untersuchen zu lassen. Ich glaube, ich wäre dazu einfach nicht bereit. Das Ganze wäre ein bisschen unangenehm und ein bisschen blöd. Das würde ich überhaupt nicht mögen. Das wäre sehr unangenehm und sehr blöd. Und deswegen drücke ich mich da auch noch ein bisschen davor. Jetzt mit der Mastektomie, die ich bereits hatte, habe ich, glaube ich, so einen Punkt erreicht, an dem ich freiwillig so eine kleine OP-Pause mache, so eine Transwegpause. Also nicht falsch verstehen, nicht, dass ich nicht trans bin oder kein Mann sein möchte. Ich bin Mann, bin trans und das auch gerne, lieben gerne. Aber ich habe gerade einfach so eine goldene Pause, bei der ich mal durchschnaufen kann. Weil ich glaube, ich dem Burnout ziemlich nah war oder nah bin. So. Ja, die Mastek habe ich wie gesagt gemacht. Und damit bin ich auch sehr zufrieden. Ich habe noch recht große Doggies an der Seite. Wenn euch interessiert, wie ich mit der Mastek aussehe oder wie es aussieht, dann geht auf unsere Homepage, transstube.jimdo.com. Und schaut da das Bild an, da bin ich oben ohne zu sehen. Hier sitze ich total zusammengekaut mit buckligem Rücken auf meinem Stuhl, damit ich hier auf meine Schreibtischhöhe komme wegen dem Handy. Weil ich es nirgends anders abstützen kann, weil mein Schreibtisch so das höchste Möbelstück in diesem Raum ist. Das heißt, hier würde ich auch gar nicht so gut oben ohne ausschauen, wenn ich hier so gebeugt da sitze. Werdet ihr die Operation machen? Wollt ihr sie alle machen? Und falls nein, warum nicht? Das würde mich interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten war es ja schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Wieder schauen, reingehauen und ciao.